glaubst, du hast das Zeug zum Nachfolger des Jester-Helden? Wir werden sehen. Na schön, ich werde dich bei Laune halten. Erledige 20 Driller südwestlich. Oh, der sagt tatsächlich was anderes. Erledige 20 Driller südwestlich des Gotan. Der Gotan-Berge. Es müssen normale Drillers sein, keine Small oder Captain. Zeig mir deine Fertigkeiten, dann überlege ich mir vielleicht, ob du wirklich das Zeug zu einem heldenhaften Jester hast. Okay. What the fuck? Ja gut, okay, das Angriffstempo gleicht es wieder ein bisschen aus, aber... Das ist ja jämmerlich. Yikes. Habe ich denn noch eine Ring plus 3 Box? Nee. Self-Buffs? Oh. Ja, gut. Hier ist Yo-Yo Mastery 3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen Unterschied macht, Sir. Haben Sie gesagt, ein Self-Buffs? Es gibt nur einen. No difference at all. Aber hatte ich nämlich noch eine Ring plus 3 Box? Hier. Kann man noch einen Vigor-Ring ziehen. Und I love you, vielleicht hilft das ja. I love you. Tja, so schnell dachtet ihr nicht, dass ihr seht, wie ich Jester spiele, hä? Das wird jetzt mein neuer Main-Character. Dann siehst du mich hier nicht mehr. Sehe ich ja so schon nicht. Seit du sie kennengelernt hast. Was ist denn aus uns geworden, Patrick? Es war mal so schön zwischen uns. Was? Was? Party XP Boost Event wurde beendet. Nicht schlecht, Akrobat. Ich erkenne deine Fähigkeiten an, ich werde dein weiteres Training erlauben. Nimm dieses Empfehlungsschreiben. Ohne dieses Schreiben wird dir Radion der Jesterweise nicht viel Beachtung schenken. Bringe es ihm. Du kannst Radion im nördlichen Teil von Flaris an der Quelle der verstorbenen Seen finden. Doch bevor du ihn triffst, solltest du den Ring finden, den er verloren hat. Im südlichen Teil von St. Morning befindet sich die Wüste der Illusionen. Dort gibt es ein Maskepett namens Ren. Man sagt, Ren sei im Besitz des... Im Besitz des... Und wird ihn nicht freiwillig hergeben. Überzeuge ihn mit deiner Waffe. Ren ist im Besitz des. Des was? Aufs Maul geben. Ist das der Ring? Meine Güte, ich danke dir vielmals. Dieser Ring gehört dem Jester-Helden Kerenen. Ren wollte diesen Ring schon immer haben, so erzählt man sich zumindest. Nach dem Krieg und nachdem Kerenen weiterzog, suchte Ren hunderte Jahre nach diesem Ring. Vor einigen Jahren hat er ihn endlich gefunden. Nochmals meine Hochachtung, dass du diesen Ring gefunden hast. Allerdings müsste ich dich bitten, ihn nach St. Morning zu bringen. Besuche die Tantalus Theatergruppe im Zentrum der St. Morning, der Stadt St. Morning und sprich mit Clack Cable. Gib ihm den Ring und er wird dir sagen, was zu tun ist. Vielleicht hat er sogar eine Belohnung für dich. In dir steckt viel Potenzial, junger Akrobat. Arbeite weiter hart an dir und deine Träume werden in Erfüllung gehen. Damit werden die also geködert. Zukünftige Jester. Ihr habt keine Zukunft. Vielen Dank für den Ring. Wir führen das Ahnenzeremonie von Kurenen auf. Dieser Ring war das letzte fehlende Stück. Hier, das hast du dir verdient. Das ist die Schriftrolle vom Nachfolger des Jester-Helden. Kurzen Stopp hier machen.
Diese Schriftrolle beweist, dass du der Nachfolge würdig bist. Nimm sie und bring sie der Jester-Priesterin in Darkon 3. Die Jester-Priesterin befindet sich am Jester-Altar in Darkon 3. Wenn du ihr diese Schriftrolle zeigst, wird sie dich als Nachfolger der Helden anerkennen. Bevor du zur Priesterin gehst, musst du noch etwas anderes tun. Die Juwelen der Helden zieren den Altar der Jester. Einer dieser Juwelen wurde kürzlich gestohlen. Da steht zweimal wurde. Oh Gott, ich fliege viel zu weit. Die Juwelen beschützen die Jester-Helden, doch der Schutz verliert seine Wirkung, wenn auch nur einer der Juwelen fehlt. Das Maskerpad Sisyph wurde erst vor ein paar Tagen in der Nähe des Altars gesehen. Gerüchten zufolge hat diese Kreatur das Juwel gestohlen. Finde Sisyph und bring das Juwel zurück zum Jester-Priester Homait. Sisyph? Ah. Das ist direkt, da. Aufs Maul. Dem habe ich ein Pausmaul gegeben. Das ist das Siegel von Kirinen und das Juwel von Jester Helden. Viele Dank. Diese Artefakte sind unbezahlbar, Akrobat. Nun ist die Seele des Helden wieder sicher, ich stehe in deiner Schuld. Gut gemacht, Akrobat. Für die letzte Etappe deiner Reise musst du dich dem Bene Guardian stellen. Der Raum des Wächters in Guardian bringt den letzten Willen der Helden. Wirkt. Dort findest du auch den Vene Guardian. Der Vene Guardian ist deine Seele, den Willen der Helden schützt. Besiege ihn und du erhältst das Heart of Venel. Nimm das Mark of Hero und stelle dich dem Vene Guardian, erbeute das Venel-Heart von ihm. Bring anschließend beide Gegenstände zum Jester-Wächter Heingard in Guardian. Okay. Die ist schon gebufft, jetzt gibt's direkt ein Pausmaul. Oh! Daneben so. Ach, hier muss ich ja gar nicht auf den Char gehen. Oh, ist das chillig. Oh, da kann man ja einschlafen bei Jester supporten. Mann, ist die Klasse spannend. Gib's ihm, zeig's ihm. Yeah, mach ihn fertig. Du schaffst das. Du bist die Beste. Schwing deine Jojos. Girl. Wow, ich glaube, es ging sogar schneller als mit dem Mage, kann es sein? Und junger Akrobat, ich hörte, du hast Großes vollbracht. Du hast die letzte Prüfung bestanden. Nun wirst du wahrhaftig zum Nachfolger des Jester-Helden. O weise Kerenen, dieser Akrobat möchte in deine Fußstapfen treten. Gewähre ihnen deinen Segen und Mut, O Held der Jester. Einige Menschen bewundern sie, einige kritisieren sie, aber sie haben das Leben vieler Menschen gerettet. Naja.